bei Show Unterhaltung. Wir versuchen, dies heute Abend zu mischen. Und diese Halle half uns sehr, im Sport voranzukommen. Allein im Eissport 84 Medaillen, 9 Weltmeister, 3 Olympiasieger, 14 Europameister im Eiskunstlaufen und Eisschnelllaufen gemeinsam. Aber dass das wurde, danken wir natürlich auch solchen Mitmenschen, solchen Weggenossen, Zeitgenossen wie dieser Dame an meiner Seite, Frau Charlotte Giebelmann aus Berlin, die damals vor 30 Jahren hier mit die ersten Steine wegräumte. Frau Giebelmann, wie war das damals? Ja, Sie haben recht, Herr Oerte. Wir haben mit den Sportlern hier Aufbau geleistet. Dann haben wir gesehen, wie das erste Eis entstand, haben uns riesig gefreut, dass wir nun trainieren konnten. Und zu Pfingsten war dann die große Eröffnungsveranstaltung, an der unsere heute so erfolgreichen Trainer meine Schüler waren und damals schon hier mitmachten. Ja, Frau Giebelmann, Sie waren also Aufbauhelferorganisator, erster Eiskunstlauftrainer unseres Landes, alles in einem. Wir haben Ihnen sehr zu danken. Aber bitte, haben Sie Verständnis, wenn ich jetzt gegen eine alte Kavalierspflicht verstoße und Sie hier vor so vielen Leuten frage, wie alt sind Sie, Frau Giebelmann? Ich war vor einigen Wochen 81 Jahre jung. Frau Giebelmann. Und wir Dank sage Ihnen jetzt unsere vier Weltmeister. Gabi Seifert, Weltmeisterin 1969, 1960. Die Weltmeisterin von 1974, Christine Erhardt. Weltmeisterin von 1978 und 1980, Olympiasiegerin von Lake Placid, Annette Pötsch. Und der Doppelweltmeister und Silbermedaillengewinner von Lake Placid, Jan Hoffmann. Sehr verehrte Frau Giebelmann, haben Sie heute noch irgendwelche Beziehungen zum Sport oder gar zum Eis? Ja, also ich bin öfter bei Veranstaltungen dabei. Mich interessieren natürlich auch heute sehr die Kleinen. Bei Spartakiade und so weiter lasse ich mich öfter sehen und bei größeren Veranstaltungen auch. Aber sonst treibe ich natürlich auch noch ein bisschen Sport. Gehen Sie manchmal noch aufs Eis? Oh ja, ab und zu schon. Würden Sie uns heute Abend und den vielen, vielen Fernsehzuschauern das Vergnügen machen, mit Jan Hoffmann eine halbe Ehrenrunde zu drehen? Das ist ja mein Spezialgebiet. Also, Charlotte Giebelmanns Hamburg. Und nun sehen wir die Briten der Rechts- und Europameisterschaften von Mexiko Magstadt, trainiert von ihren Ersatzmann Sabine Wees und Dusty Gutierrez.